Da rufe ich also an und sage, ich möchte da meine Positivmeldung abgeben und an der Hotline fragt mich eine Studentin, die in den Sommerferien da arbeitet, stimmt es auch? What can possibly go wrong? Herzlich willkommen beim heutigen Ausschussreport zum Digitalausschuss im Bundestag. Heute wieder direkt aus dem Bundestag und falls ihr euch gefragt habt, wo zum Kuckuck ist die da gerade? Das ist tatsächlich im Reichstag. Ich versuche euch immer mal auch eine andere Stelle davon zu zeigen. Das ist im hinteren Bereich der Westlobby, wo wir zum Beispiel heute an ganz vielen verschiedenen, sehr weit auseinandergestellten Urnen unsere Stimmen abgegeben haben. Anders als in Vor-Corona-Zeiten, wo man das ja im Plenarsaal gemacht hat. Aber zurück zum Digitalausschuss. Heute war Doro Beer zum Gast, die Staatsministerin im Kanzleramt. Hauptthema war die Umsetzungsstrategie der Bundesregierung zur Digitalisierung. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Unterthemen, die wir alle angesprochen haben. Wie immer kann ich euch nur einen kleinen Ausschnitt geben. Mich hat am allermeisten der Digitalpakt interessiert, nämlich wie viel Gelder da eigentlich bereits abgeflossen sind für die Digitalisierung im Bildungssystem. Aber es gibt gar keine aktuellen Zahlen. Das Aktuellste, was Doro Beer mir sagen konnte, waren Zahlen vom Dezember 2019. Da sind 7 Millionen Euro abgeflossen. Klingt viel, aber wisst ihr, was das Budget im Haushalt 2019 war? Über 700 Millionen. Das heißt, nur ein einziges Prozent ist tatsächlich abgeflossen. Scheint mir eines der Hauptprobleme zu sein, wenn sich die Bundesregierung mit dem Thema Digitalisierung widmet. Man stellt Gelder ein in den Haushalt, wie zum Beispiel für die Breitbandstrategie, aber es kommt einfach nicht an. Mich beunruhigt deshalb auch ein bisschen, dass man zwar als Corona-Soforthilfe für das Bildungssystem auch wieder über 600 Millionen Euro für dieses Jahr 2020 beschlossen hat, aber wie schnell kommt das an? Die Kinder können einfach nicht länger warten. Zu viele brauchen ein digitales Endgerät, weil sie nicht mal an Bildung teilhaben können. Da ist wirklich noch echt viel zu tun. Dann haben wir auch gefragt, was ist denn eigentlich mit der EU-Ratspräsidentschaft? Deutschland sitzt der Ratspräsidentschaft vor, und zwar ab 1. Juli 2020. Es gibt aber, so wurde uns heute gesagt, noch keinen beschlossenen Fahrplan für die deutsche Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Es gibt nicht einen einzigen digitalen Schwerpunkt, den man uns sagen konnte. Weder zum Digital Services Act, der gerade ganz heiß im Parlament der EU diskutiert wird, noch zu einer potenziellen und überfälligen Evaluierung der Datenschutzgrundverordnung. Kommt vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wir werden es am Ende der deutschen Ratspräsidentschaft wahrscheinlich besser wissen. In der Umsetzungsstrategie der Digitalisierung sind ganz viele verschiedene Projekte aufgelistet. Über 100 Projekte aus allen möglichen Ministerien. Dazu wurde, dass man so ein bisschen besseren Überblick kriegt, von Doro Beer im letzten Herbst 2019 angekündigt, dass es ein richtig schickes, fancy, auch auf Open Data basierendes Dashboard geben soll. Also eine Webseite, wo man so die prozentuale Erfüllung aller möglicher Projektfortschritte sehen kann. Sollte sehr bald kommen. Ist aber immer noch nicht da. Wir haben also gefragt, wann kommt es denn? Wie weit ist es denn so? Und dann hieß es, rudimentär wäre es schon vorhanden. Die technische Infrastruktur dafür ist doch sehr viel komplexer, als man gedacht hat. Aber Ende 2020, da soll es dann kommen. Mit einem Jahr Verspätung. Ein echter Dauerbrenner ist auch bei jedem Gespräch mit jemandem aus dem Kanzleramt die sogenannte IT-Konsolidierung des Bundes. Sagt euch vielleicht nicht viel, aber es ist so eine Art BER der Bundesregierung, nur in Bezug auf IT. Die IT-Konsolidierung des Bundes soll die ganzen vielen verschiedenen Rechenzentren, die unterschiedlichen Anwendungen, die alle das Gleiche machen, ein bisschen vereinheitlichen und es damit besser und preiswerter machen. Das ganze riesengroße Projekt sollte 1 Milliarde Euro kosten. Ist eine Menge Holz. Dann stellte sich raus, dass es irgendwie 2,5 Milliarden Euro mehr kostet. Kleine Budgetüberziehung, würde ich sagen. Da wurde dann auch die Reißleine gezogen, das ganze Projekt nochmal von vorne angefangen. Das liegt jetzt auch schon wieder recht lange zurück. Und deshalb habe ich heute gefragt, gibt es denn eigentlich inzwischen eine Neuschätzung des Budgets, das man dafür brauchen wird? Nö, ist die kurze Antwort. Ich habe gefragt, ob dann im Rahmen dieser Konsolidierung wenigstens dabei rauskommt, dass wenn man schon verschiedene Anwendungen für das Gleiche abschafft und sich auf einige wenige konzentriert, die das Gleiche können, ob denn da mehr Open Source vorkommen wird oder ob man weiterhin davon abhängig sein will, was große Konzerne für Preise diktieren. Meinte Doro Beer und zögerte ein wenig, aber ergänzte dann, es gäbe da positive Signale aus dem BMI. Da könnt ihr jetzt einfach selber was draus machen.
Das war das Thema Doro Bär im Digitalausschuss. Sie hat darum gebeten, keine Fragen gestellt zu bekommen zum Thema Corona-Kontakt-App, also Corona-Tracing-App oder wie sie auf Deutsch heißt, Corona-Warn-App. Diese Fragen, die wir dazu hatten, die wurden von Vertretern aus dem Bundesgesundheitsministerium beantwortet. Mich hat zum Beispiel interessiert, wie denn das involvierte BSI damit umgeht, dass für sehr, sehr viele ältere Android-Geräte Sicherheitslücken bei Bluetooth nicht geschlossen sind und auch nicht absehbar geschlossen werden. Da hieß es, das BSI guckt sich das alles ganz genau an, aber in Bezug auf diese App sieht man da eigentlich keine Probleme, weil so viele unterschiedliche Voraussetzungen für eine Ausnutzung dieser Sicherheitslücken gegeben sein müssen, dass man das Risiko eigentlich vernachlässigen kann. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber da werden wir hoffentlich in Zukunft besser informiert. Am Termin Mitte Juni hält man nach wie vor fest. Man arbeitet auf Hochdruck rund um die Uhr. Ein Teil des Programmiercodes steht ja auch schon auf GitHub. Die Erfahrung des Öffentlichmachens des Source Codes auf GitHub wurde übrigens als sehr, sehr positiv bewertet. Man freut sich über die Kooperation mit der Community. Für mich war besonders interessant, ob es denn inzwischen eine Vertragsgrundlage gibt. Denn jetzt arbeiten ja die großen Unternehmen Telekom und SAP schon seit einiger Zeit daran. Es gibt, wie gesagt, schon Source Code veröffentlicht. Und am 19. Mai hieß es, unterschriftsreif, ist quasi fertig. Heute hieß es, nein, es ist immer noch nichts unterschrieben, man stecke noch in den Verhandlungen. Und man könne auch überhaupt immer noch nicht sagen, was das irgendwann mal fällige Finanzvolumen dafür sein wird. Das ist ein ganz komischer Vergabeprozess, wo ein Projekt vielleicht quasi fertig ist, aber noch nicht mal eine Vertragsgrundlage hat. Also üblich würde ich mal sagen, ist es nicht. Bei der Nutzung der Corona-Warn-App soll ja verhindert werden, dass irgendwelche Trolle sich als Corona-positiv melden und dann ganz viele Leute in Quarantäne gehen, obwohl sie gar nicht in der Nähe einer infizierten Person gewesen sind. Das soll passieren, indem man den Test oder das Testergebnis über einen QR-Code bekommen kann, direkt in die App hinein, die dann die Funktionalität freischaltet, dass man sich als Corona-positiv melden kann innerhalb der App. Aber das können viele Labore noch gar nicht. Ich glaube im Moment noch gar keins. Gibt ja auch noch nicht die App. Und vor allem will das ja vielleicht auch gar nicht jeder, weil dann habe ich auf meinem Handy, dass ich Corona-positiv bin, kann mir vorstellen, dass das Leute nicht wollen. Für die muss es aber auch eine Freischaltemöglichkeit geben. Da wurde uns heute erklärt, dafür gibt es eine Hotline künftig. Da ruft man dann an und wird von einer Person an der Hotline Plausibilitätsfragen gefragt. What can possibly go wrong? Da rufe ich also an und sage, ich möchte da meine Positivmeldung abgeben und an der Hotline fragt mich eine Studentin, die in den Sommerferien da arbeitet, stimmt es auch? Waren Sie wirklich testen? Ja, sage ich mit dem Brustton der Überzeugung, dann kriege ich eine TAN geschickt, schalte mich selbst frei und bin vielleicht trotzdem nur ein Troll gewesen. Ich habe gefragt, wie will man denn das halbwegs sicher machen? Also und was für Fragen sind das? Die Fragen sind gerade noch in der Abstimmung, hieß es. Und nein, sicher machen kann man es nicht. Aber so ist es halt. Naja, ich will trotzdem nicht grundsätzlich die App verteufeln. Es kann sein, dass sie wirklich sinnvoll ist im frühzeitigen Unterbrechen von Infektionsketten. Eins ist aber sicher, man muss ganz genau hingucken, dass es wirklich eine gute App wird, dass sie nicht Nebenwirkungen hat, die unerwünscht sind und einfach nicht mehr zu vertreten. Das werde ich auch in Zukunft machen. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, vielleicht an einer anderen Stelle im Bundestag. Es gibt übrigens noch mehr spannende YouTube-Kanäle von Abgeordneten der Linksfraktion im Bundestag. Besonders empfehlen möchte ich den niegelnagelneuen Kanal von Martina Renner, die gerade ein sehr empfehlenswertes Video gemacht hat zum Thema rechtsextreme Netzwerke in Deutschland. Klickt hier, um das Video anzugucken.